Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Zurüst-Video. Herzlich willkommen zur Zurüstseuche von Rocco. Er ist auch bekannt unter dem Namen Taschenwagentyp T3. Ich finde ihn wunderschön. Ihr seht hier jetzt gerade einen zugerüsteten Wagen. Den habe ich gestern Abend noch testweise gemacht. Der ist jetzt aus einer aktuellen Serie. Ging überraschenderweise gut. Ich hoffe, dass der andere genauso gut läuft. So sieht der Wagen fertig aus. Ihr seht noch ein Unboxing-Video bei Michi. Der wollte den Wagen auspacken. Das Video verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Der Wagen, wie er aus der Schachtel kommt, sieht so aus. Man kann jetzt sagen, ja, es sind die Puffer dran. Und yay, auch die Drehgestelle sind montiert und die Kupplungskinematik und noch ein paar Kleinteile. Jetzt nicht unbedingt erwähnenswert, aber es ist ein riesengroßer Bausatz. Also an dem Wagen ist tatsächlich nichts dran, so gesehen. Anders als beim T3000e, den hatten wir ja letzte Woche, gibt es hier wieder so die typischen Zurüstbeutel. Der eine mit den Halterungen für Container bzw. die Klappriegelattrappen. Und der andere Zurüstbeutel mit allem, was an den Wagen dran gehört. Das sind so prall gefüllte Ballons gefühlt. Ich habe schon wieder alles sortiert, was ich brauche, sodass wir gleich loslegen können. Ich glaube, anfangen tue ich tatsächlich mit den Rangierankern, weil die machen mir gerade einfach am wenigsten Spaß, weil die sind winzig klein. Ich brauche die Pinzette dazu und das Reinlegen in die Pinzette ist furchtbar aufwendig, dass die sauber drin liegen, dass ich die reinbekomme. Die klebe ich auch tatsächlich nicht fest, weil die halten gut genug und die spicken doch gerne mal aus der Pinzette raus. Und wenn man dann das Ding voll mit Kleber irgendwo rumliegen hat und dann wieder anfassen muss, wo ist denn der andere? Das war bisher einfach immer so nicht die große Freude. So, Rangieranker sind dran. Die andere Seite habe ich schon vorher gemacht, einfach um das Video nicht in die Länge zu ziehen, weil es ging überraschend gut. Das muss nicht immer so laufen, hätte auch sein können, dass ich hier deutlich länger dabei brauche. Dann als nächstes auch noch sehr schöne Arbeit, gibt es die Haltekeile für die LKW-Sattelauflieger. Man hat wieder. Es ist wie beim T2000, man hat hier wieder die Lochreihe drin, wo die variabel eingesetzt werden können. Man müsste prinzipiell wieder schauen, an welcher Stelle die Haltekeile sitzen. Oder man hat einfach so viele zugerüstet, dass man weiß, wo sie hin müssen. Ich habe wieder den gleichen Trick wie beim T2000. Ich lege mir Hölzchen unter die Wanne drunter. Die gehen doch etwas schwer rein und wenn ich reindrücke, dann drücke ich nicht auf die Drehgestelle, sondern direkt über die Hölzchen auf die Tischplatte. Und die hält es aus. Die hier werden geklebt, weil die bleiben an der Position drin. Ist das viel. Hier könnte ich jetzt wieder mit dem Finger drauf drücken, was aber auf Dauer ziemlich auf die Finger geht. Ich nutze wieder diese Haltestücke aus dem T2000. Damit kann ich die Haltekeile gut reindrücken. Die sind drin.
drehen wir den Wagen um. Auf dem Unterboden gibt es erstmal, ich lasse euch mal etwas näher ranschauen. Na komm, fokussieren. So, ich hoffe, ihr seht die Teile. Nein, das seht ihr noch nicht. Etwas weiter hoch. Die sind sehr klein. Ach, komm schon. Das sind die Auslösegriffe. Ich glaube, dass die was mit der Bremsanlage zu tun haben. Die gehören hier vorne links und rechts rein. Die sind unterschiedlich, weil auch die Aufnahmen dafür unterschiedlich sind. Ich montiere die nicht. Die passen nahezu überhaupt nicht. Nacharbeiten kann man die nicht, weil die einfach zu filigran sind. Ich habe 5 Wagen damit ausgerüstet und ich klebe die rein, wohlgemerkt. Bei 3 Wagen sind sie inzwischen wieder rausgefallen. Die anderen beiden Wagen, keine Ahnung. Ich habe die in der Verpackung, ich habe die Seite ja nicht wieder angeschaut. Vielleicht sind die da auch schon nicht mehr drin. Das ist einfach unglaublicher Stress. Den erspare ich mir. Die setze ich nicht rein. Sorry. Es gibt Sachen an dem Wagen, die machen etwas mehr Spaß. Zum Beispiel, auch hier gibt es Rangierergriffe unter den Puffern, damit der Rangierer, ach komm ey, damit der Rangierer unter den Puffern durchtauchen kann und sich dabei festhalten kann. Die passen echt gut. Da kann man nichts dazu sagen. Das ist tatsächlich zurüsten, wie es sein sollte. Die rutschen einfach rein. Noch dazu jetzt ein bisschen mit Kleber fixiert. Dann gehen die auch nicht mehr raus. Das ist eine Freude. Na komm, was habe ich gerade gesagt? Ah, okay. So, gebe ich euch für den großen Überblick. Die Griffe für den Rangierer sind unter den Puffern. Die passen echt super. Weiter geht's hier vorne. Der Stützbock ist bei dem Wagen auf so einem Kettenlaufband verstellbar, wozu seitlich Handräder angebracht sind. Der Antrieb an diese Kettenlaufräder von den Handrädern ist von Rocco auch nachgestellt. Das ist ein sehr kleines Teil, was dazwischen reingepfriemelt werden muss. Es gab zwischenzeitlich mal eine Serie von den Wagen, wo irgendein Spezialist bei Rocco diese Teile bereits montiert hat, allerdings verkehrt rum. Die gehören so von oben rein, dass die dann nach unten abtauchen und der hat die nach oben rausstehen lassen. Mehr oder weniger, man muss die dazu unter einem Querträger dann durchquetschen. Das Teil verbiegt, so rum gehört es nicht rein, wie die das drin hatten. Es wird vorgeschädigt und ich weiß nicht, was in die Gefahren ist, die reinzustecken. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die hier wieder ganz normal dabei liegen und nicht schon irgendwie pseudomäßig vormontiert sind. Die sind ein bisschen fies zum Reinstecken und dann kommt nur von außen das Handrad rein, das die in der Position fixiert.
So, ich weiß nicht, ob ihr die sehen werdet. Seht ihr natürlich gar nichts. Sehr gut. Hier sitzen jetzt die Antriebseinheiten drin, die ich gerade eingesteckt habe. Und jetzt kommt von außen in dieses Loch das Handrad rein und das rutscht dann durch bis in die Buchse in dieser Antriebseinheit. Wieder ein bisschen raus. Ich muss den Wagen etwas drehen. Das Handrad klebe ich wieder fest. Das soll nämlich nicht mehr rausrutschen. Und das ist ein bisschen gepriemelt. Das ist auch innen in die vorgesehene Buchse von dieser. Oh, ja, genau. Nummer 1 ist drin. Und Nummer 2, das ging jetzt etwas schneller, so wie üblich. Es ist jedes Mal wieder die Freude, wenn man irgendwas fest hat, was macht man als nächstes? Was macht am meisten Spaß? Die typische Zurüstarbeit, Zughaken und Luftdruckschläuche. Es gibt auch hier wieder die erweiterten Varianten für die Vitrine. Aber nachdem ich den Wagen fahre und mit Kupplungen, brauche ich natürlich das kleine Stück für den Fahrbetrieb. Wenn ihr ältere Wagen daheim habt, wundert euch nicht. Die Teile gehen sehr schwer bis beinahe gar nicht rein. Bei den Wagen, die ich jetzt habe, wie gesagt, ich war gestern Abend positiv überrascht, als ich den einen zugerüstet habe. Es passt alles etwas besser. Es scheint so, als hätte Rocco da irgendwas angepasst. Nachdem ich den Wagen jetzt gleich so rum dastehen habe, kann ich die Seite komplett fertig machen. Es gibt einmal zwischen den Puffern oder direkt auf der Innenseite von den Puffern noch kleine Löcher. Da gehören auch sehr winzige Teile dran. Da sind die Steckverbindungen größer als das restliche Teil, hat man das Gefühl. Das sind die Träger für Zugschlusstafeln. Bitte geh gut rein. Sitzt.
Sitzt auch. Dann gibt es einen Handgriff für den Rangierer und den Tritt. So, nein, fokussiert nicht. Also, hier haben wir die Schlussscheiben oder Schlusstafelhalter. Wir haben den Handgriff, wir haben den Rangiertritt, wir haben den Zughaken und den Drucklufthahn. Die Seite ist damit komplett fertig. Mehr gehört nicht dran. Das war die leichte Seite. Auf der anderen Seite sitzt die Rangierbühne. Die ist zweiteilig. Das ist einmal, ja genau, bleibt nicht stehen. Das ist einmal das Blechteil für die Rangierbühne und dann der komplette Handlauf. Das schwere Atmen hat schon was zu bedeuten. Der Handlauf kommt ziemlich am Schluss dran. Mir graut vor diesem Stück. Das muss aus zwei Richtungen eingefädelt werden. Irgendwoher kommt der Name Zurüstseuche. Das ist die Seuche. Es empfiehlt sich, dieses Teil festzukleben. Wer die Zurüstteile auch festklebt, weil das, wenn rausfällt, ihr wollt es nicht immer wieder reinstecken. Und hierfür bräuchte der Mensch eigentlich mindestens vier Hände, wobei die Hände etwas kleiner sein müssten, um auch dieses Teil halten zu können. Das Teil ist dran. Dann gibt es als nächstes mal wieder was, was sich in der Farbe etwas abhebt. Ein gelbes Teil. Direkt hinter diesem eben angebrachten Gitter sitzt, ja, schwer zu sagen, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaube, es hat irgendwas mit Wechselkoffern zu tun, dass es die etwas abfängt. Wie kann was so Kleines nur so störrisch sein? Auch auf der Seite gibt es Rangiertritte, einen links, einen rechts.
Und es gibt zu den Rangiertritten auch noch Handgriffe. Die sind auf der Seite so gebogene U-Teile. Jetzt hoffe ich, ihr seht die. Natürlich liegen die wieder woanders. Das sind nicht einfach nur Rohre. Die haben auf einer Seite, fast an der Oberseite, so einen etwas dicken Knubbel. Der ist gut sichtbar. An der Stelle wird die Zugschlussscheibe befestigt, wenn sie auf der Seite vom Wagen ist. Das heißt, dieser Knubbel muss Richtung Wagenende zeigen. Für die habe ich hier oben zwei Löcher. Da kommen die rein. Mal gucken, wie die passen. Und dann haben wir noch das Bühnengeländer. Mir graut davor. Das Teil hat insgesamt sechs Zapfen. Es gibt dafür sechs Löcher, die sitzen an verschiedenen Stellen. Manche Zapfen rutschen gut rein, die rutschen dann auch gut wieder raus, weil die anderen nicht sauber reinrutschen. Auch hier ist es wieder so, man bräuchte eigentlich vier Hände mit viel kleineren Fingern für die filigranen Teile. Ich gebe mir Mühe. Und ich gebe euch wieder die große Übersicht, dann könnt ihr so richtig genießen, wie ich mich quäle. Besonders schön ist übrigens, wenn man die eine Seite reindrückt, rutscht die andere schon wieder raus. Bleib drin, bitte. Zählt, es ist dran. Damit ist auch das geschafft. Hallo, kannst du auf die Seite fokussieren? Danke. Damit ist auch das geschafft. Die Seite vom Wagen ist zugerüstet. Das heißt,
Ich bin jetzt mit meinem Grundzuristen so weit. Jetzt kommt noch der Stützbock für den Sattelauflieger. Der wird aus zwei Teilen zusammengesetzt. Hier ist kein Kleben notwendig. Das hält gut. Na komm. Und dann habe ich hier insgesamt drei Positionen, wo ich ihn setzen kann. Könnt ihr das sehen? Es gibt hier vorne zwei so Punkte zum Einstecken. Die brauche ich dann, wenn kein Sattelauflieger transportiert wird. Ich habe welche hier in der Mitte für, keine Ahnung, etwas längere Sattelauflieger, aber die normalen Rocco-Sattelauflieger sind alle hier hinten. Das heißt, hier reingesetzt. Es ist der Taschenwagen. Ah, ihr seht noch nicht wieder alles. Es ist der Taschenwagen mit dem LKW Walter Auflieger aus der zweiten Auflage mit neuem Walter Logo. Draufgesetzt. Wichtig ist bei dem Wagen, wenn ihr den Sattelauflieger zurüstet, hinten die Wanne mit den Ersatzrädern kann nicht montiert werden, weil die hier aufliegt und dann sitzt der Wagen nicht sauber drin. Er ist drauf und nein, wir sind noch nicht fertig. Wir erinnern uns an den, es fehlen noch die Klappriegel. Also nochmal runter. Die Klappriegel sind jetzt glücklicherweise wieder gelb. Das heißt, die heben sich von dem komplett braunen Wagen mit seinen Details ab. Dann seht ihr die auch gut. Es sind genau die gleichen wie am T2000. Es gibt welche mit Griff links und welche mit Griff rechts. In der Anleitung ist am besten beschrieben, an welcher Stelle welche Variante reinkommt. Oder ihr wisst natürlich, worauf man schauen muss, welche Zeichen es dafür sind, an welcher Stelle welcher reinkommt. Ein bisschen rauszoomen. Und dann kann ich, für einen Sattelaufliegertransport sind alle Klappriegel unten. Das heißt, ich kann hier alle montieren. Eine Seite fertig.
und die zweite Seite ist fertig. Es ist ganz normal, dass bei dem Wagen Klappriegel übrig bleiben. Und es ist auch ganz normal, dass das nur Klappriegel von einer Art sind. Die Klappriegel sind mit den Seiten, auf denen die Griffen sind, komplett wirr angeordnet. Also links und rechts ist nicht immer gleich. Und man braucht wirklich von der einen Variante braucht man alle, die dabei liegen, und von der anderen halt dann nur ein paar wenige. Das stimmt schon so. Ihr habt nichts falsch gemacht. So, jetzt gibt es zwei Positionen von Klappriegeln, die nicht niedergeklappt sind. Dafür liegen diese, die hochgeklappten bei. Es sind die Positionen ganz vorne, das heißt prinzipiell... Ach, nee, fällt der da rein? An der Stelle könnte er festgemacht werden. Oder hier vorne. Beziehungsweise genauso natürlich ganz hinten. Wenn er ganz am Ende ist, in der Endposition, stört er den Sattelauflieger nicht. Da kann ich ihn aber nicht festmachen, weil er auf der Unterseite noch so ein Hilfsstück dran hat, womit man ihn eigentlich am Rahmen befestigt. Es sind, wie vorhin schon gesagt, die vom T2000. Dafür sind die nützlich, aber hier an den Wagen passen die nicht überall hin. Das heißt, es muss unten dieser Steg muss gekappt werden und weggefeilt, dass der wirklich flächig aufliegt. Kann ich jetzt nicht machen. Das ist dann eine Fleißarbeit für mich, für irgendwann demnächst. Das mit den Klappriegeln direkt am Ende habe ich aber auch erst heute früh per Google-Suche rausgefunden, weil ich gestern Abend an dem einen Wagen mir schon große Gedanken gemacht habe, wie und welchen Klappriegel ich brauche. Der Wagen ist damit jetzt soweit erstmal fertig. Ich kann den Sattelauflieger draufsetzen und kann den Wagen beiseite stellen. So wird er zugerüstet, wenn man Sattelauflieger transportieren möchte. Ah, halt! Das Wichtigste fehlt. Die Kupplungen. Jetzt kann ich den Wagen auch fahren. Ich finde den T3 einen wunderschönen Wagentyp. Es ist die Hölle zum Zurüsten, aber das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Also ich finde auch Doppeltaschenwagen wunderschön, aber mit denen, ich weiß nicht was es ist, aber da kann nichts mithalten. So, übrig gebliebene beiseite. Jetzt kann ich natürlich auf den Wagen auch Container transportieren oder Wechselkoffer. Dafür legt Rocco wieder verschiedene Varianten von diesen Querbalken bei, mit den bewährten mittigen Zapfen für die Rocco-Container. Ich finde die Befestigungsvariante super. Man muss halt dann immer schauen, wenn man ihn so festmacht. Prinzipiell Klappriegel, die dann hochgeklappt sind, können natürlich nicht nach unten montiert werden. Gell? Das ist pure Optik. Hierfür habe ich jetzt wieder den zweiten Wagen. Den habe ich gestern Abend schon zugerüstet soweit. Auch mit den Klappriegeln an der Seite. Das ist der Wagen, der mit dem 40 Fuß One Container kommt. Ich bin kein Fan davon, Container auf Taschenwagen zu transportieren, weil man sieht es einfach im Vorbild nicht so oft. Aber irgendwie gefällt mir. Ich brauche nur die Klappriegel in den Endpositionen, weil nur da sitzt der Container. Das heißt, in der Mitte kann ich alle montieren, habe ich alle montiert. Wie vorhin schon gesagt, der Stützbock für einen Sattelauflieger ist dann ganz vorne in der Endposition. Da ist er komplett aufgeräumt und auf der Seite, und dann geht es nur darum, diese Querbalken einzuhängen. Was oftmals leichter gesagt als getan ist.
drin. Zweiter drin, das ging schnell. Dann kann ich den Container aufsetzen, in der Hoffnung, dass der passt. Yay. T3 zum Containertransport. Wenn die Querbalken an anderen Positionen sitzen, funktioniert natürlich genauso, gell? Ist klar. Damit ist der Wagen zugerüstet. Ich habe, wie auch bei den Doppeltaschenwagen, sämtliche Möglichkeiten. Ich kann Sattelauflieger transportieren, wofür die Wagen super sind. Ich kann Wechselbrücken, 20-Fuß-Container, Tankcontainer transportieren. Ich kann 30-Fuß-Container würden sogar auch gehen, gibt es aber von Rocco nicht. Und ich kann 40-Fuß-Container transportieren. Hier seht ihr jetzt gerade alle Varianten dastehen. Das Zurüsten selber, ja, man muss es mögen. Ich bin jetzt echt froh darüber, dass die Wagen irgendwie die Toleranzmaße wohl scheinbar etwas geändert wurden und die Wagen leichter zum Zurüsten gehen. Das erleichtert gerade sehr viel. Aber wenn ihr natürlich jetzt Wagen habt, die irgendwie vor Mitte 2021 produziert wurden, viel Spaß. Ich fühle mit euch. Ich habe weit über 20 Stück davon. Ich habe mir das über 20 Mal angetan, die Zurüstseuche, aber ich bin sicher, ihr bekommt es hin. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Sorry, das Video wurde jetzt etwas länger, aber der Wagen braucht einfach seine Zeit zum Zurüsten, weil es ist unglaublich viel, was montiert werden muss. Und man muss es leider zurüsten, um den Wagen einsetzen zu können. Und sind wir mal ehrlich, zugerüstet sieht er schon deutlich besser aus. Ich hoffe, dass ich irgendwann demnächst, ja, ich vermute wahrscheinlich nächstes Jahr, mal wieder eine größere Bodenbahn aufbauen kann. Und hoffentlich denke ich dann daran, auch mal meine gesamten T3 in Züge zusammenzustellen, weil die Wagen habe ich bislang nur gekauft und einfach in den Keller gelegt und, ach so, zugerüstet sind sie natürlich alle, aber gefahren ist davon eigentlich noch keiner so wirklich. Wäre mal langsam an der Zeit, weil es sind wirklich wunderschöne Züge oder es sind wunderschöne Wagen und es werden wunderschöne Züge. Ich danke euch fürs Reinschauen, wünsche euch viel Spaß selbst beim Zurüsten und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, habt einen schönen Tag.